Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wirtschaft TV. Bei mir ist Klaus Vogt. Er ist der Chefredakteur von krisensicherinvestieren.com. Herzlich willkommen erst einmal. Freut mich, hier zu sein. Guten Tag. Herr Vogt, wir haben in den letzten Handelstagen auf der Welt beim DAX, beim Dow Jones überall gesehen, dass die Märkte runtergegangen sind. Sie sprechen schon länger auch von einer Blasenbildung. Sind das jetzt die Rücksetzer, die daher auch kommen? Es sieht für mich tatsächlich danach aus, als sei die Blase hier geplatzt, als stünden wir am Beginn einer zyklischen Bess, am Beginn einer Abwärtsbewegung, die viele Monate dauern wird und drastische Kursverluste auch erbringen wird. Und dafür spricht vor allem auch das charttechnische Signal, was wir jetzt gerade erst Ende voriger Woche gesehen haben, dass im DAX eine große, wirklich wohlgeformte obere Umkehrformation, eine Topformation, die über viele Monate gebildet wurde, beendet worden ist mit einem dynamischen Ausbruch nach unten. Und das gilt nicht nur, und das ist sehr wichtig an dieser Stelle, für den DAX und einige andere europäischen Märkte, sondern das gilt auch für den US-Nebenwerteindex Russell 2000. Das heißt, wir reden hier tatsächlich wieder über ein doch wohl eher globales Problem, eine globale Trendwende an den Aktienmärkten. Ja, wir haben die Aktienmärkte im Verlauf des Jahres auf Rekordhöchstständen gesehen. Dow Jones über 17.000 Punkte, der DAX bei über 10.000 Punkten. Glauben Sie, dass wir DAX da deutlich dann verlieren könnten? Und wie könnten die Verluste aussehen? Sogar bis zu 50% vielleicht? Ja, das ist eine Größenordnung, die ich hier für sehr, sehr wahrscheinlich halte. Und man muss das auch vor dem Hintergrund sehen, dass wir immerhin eine Aktienhoss erlebt haben, die im Jahr 2009 begonnen hat. Das heißt, sie ist nach allen historischen Maßstäben durchaus alt an dieser Stelle und sie hat ordentliche überdurchschnittliche Kursgewinne gebracht und sie hat die Bewertungsrelationen auf historisch extrem hohe Niveaus geschraubt. Wenn es dann von hier aus eine Trendwende wirklich gegeben hat, dann sollte die im Durchschnitt 19 Monate dauern. Das ist einfach eine historische Durchschnittszahl. Und sie sollte Kursverluste von mindestens durchschnittlich 39% bringen. Und da die Überbewertung viel höher ist als in normalen Zyklen, erscheint mir diese Durchschnittszahl von 39% eher sehr konservativ. Das würde aber auch bedeuten, dass 2015 kein gutes Börsenjahr werden würde. Das ist korrekt. Davon müssen wir dann schon ausgehen, ja. Ist denn an allem schuld, dass die Notenbanken immer günstigere Zinsen in den Markt werfen? Die US-Notenbank hat über Monate, Jahre Milliarden in die Märkte gepumpt über Anleihenkäufe. Das fährt man ja jetzt zurück, das Programm wird bald sogar beendet sein. Sehen wir da nun die Folgen, die mit so einem gewissen Zeitverzug dann jetzt auf uns zukommen? Ja, genau so ist es. Man muss, wenn man über Spekulationsblasen spricht, ja zunächst korrekte Ursachenanalyse betreiben. Und die Grundvoraussetzung, die eigentliche Ursache, ohne die es nicht möglich ist, dass es Spekulationsblasen überhaupt gibt, ist immer eine laxe Geldpolitik. Es gibt nicht den Automatismus, dass eine laxe Geldpolitik immer zu Spekulationsblasen führen muss. Aber es gibt keine Spekulationsblasen ohne laxe Geldpolitik. Und wenn diese ultra-expansive Geldpolitik, die wir jetzt gesehen haben, eingestellt wird, dann führt das normalerweise dazu, dass die Blase platzt. Und genau diese geldpolitische Wende haben wir, Sie haben es angesprochen, ja bereits zum Jahresanfang gesehen. Das wurde schrittweise bis jetzt von Amerika ausgehend durchgeführt und wird hier im Oktober wohl komplett beendet sein. Das sollte tatsächlich die Nadel sein, die die Blase zum Platzen bringt. Die Argumentation ist ja immer, dass man der lahmenden Wirtschaft, der Konjunktur auf die Beine helfen will mit diesen Programmen. Was wäre denn, wenn man nicht so viel Geld in die Märkte gepumpt hätte? Ständen wir dann zwar bei einer langsameren Wirtschaftsentwicklung da, aber die wäre gesünder? Ob sie langsamer wäre, wage ich sogar zu bezweifeln. Gesünder wäre sie mit Sicherheit. Wir hätten eine stärkere, etwas länger anhaltende Krise gehabt, als das in den Jahren 2007 bis 2009 der Fall gewesen ist. Wir hätten die damals schon sehr großen Fehlentwicklungen und Ungleichgewichte bereinigt und dann von einem gesundeten Niveau aus wieder einen dann auch tragfähigen, selbst
tragenden Aufschwung zu erleben. Genau das wurde alles nicht gemacht, wurde mit Interventionen dann eben bekämpft und verhindert, sodass wir jetzt noch größere Probleme haben, als wir damals hatten. Marktwirtschaft löst Probleme und Planwirtschaft schafft Probleme. Ihre Seite heißt krisensicher investieren. Also gerade wenn ich jetzt den Aktienmarkt abrutschen sehe, wo kann ich dann mein Geld besser anlegen? Also in diesen wirklich teilweise aberwitzigen Zeiten, durch Geldpolitik und Staatsschuldenpolitik aberwitzigen Zeiten, muss man unbedingt diversifizieren. Es geht schlicht und einfach nicht anders. Je mehr davon abhängt, was nicht marktwirtschaftliche Kräfte bewirken, sondern was politischer Wille gestaltet und missgestaltet, desto mehr Unsicherheit gibt es und desto stärker ist das Argument der Diversifikation. Aber klar sind die ganz großen beiden Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre und sogar Jahrzehnte. Das eine ist die Staatsverschuldung und das andere ist eben diese unseriöse Geldpolitik, die systematisch zu Fehlentwicklungen und Ungleichgewichten führt. Und diese beiden Politikteile werden dazu führen, dass wir eine Krise erleben werden, die das Finanzsystem betrifft und wahrscheinlich auch das Papiergeldsystem, das Weltwährungssystem. Und die Antwort darauf kann immer nur lauten, einen hohen Anteil an Sachwerten in den Depots zu berücksichtigen. Klaus Vogt, wir werden das weiter genau im Auge behalten. Vielen Dank erst einmal von heute. Wenn Sie mehr Informationen wollen, schauen Sie doch auch auf krisensicher.com. Erst einmal vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.